Diese schöne Bavaria 33 Exclusive steht in Bad Schwartau aus Altersgründen zum Verkauf. Eine Bavaria, die nichts mit den heutigen Billigbooten zu tun hat. Die Exclusive-Variante wurde nur 30 Mal gebaut und kommt eher daher wie eine hochwertige schwedische Yacht. Nach 22 Jahren müssen sich die Eigner schweren Herzens von dieser Sonderausführung trennen. Dank Kurzkiel handelt es sich um ein schnelles Boot mit guten Amwindeigenschaften und dennoch nur 1,70 Tiefgang. Die Yacht wird mit frischem Antifouling und frisch poliert übergeben. Der Rumpf wurde vor dem ersten Einwassern mit Gel Shield als Osmoseprophylaxe behandelt. Der Volvo Penta 2030 treibt das Schiff via Saildrive voran. Er wurde im Jahr ca. 40 Stunden gefahren, das heißt, summa summarum, wohl 1000 Stunden. Auf der Badeplattform kann man sich nach dem Baden warm abduschen. Dafür sorgen Boiler über Landstrom und die Motorabwärme. Das Cockpit hat ein modernes Layout mit viel Platz und ohne Hindernisse. Der Traveler läuft vor der Sprayhood. Maßangefertigte Cockpitkissen und ein Teak-Cockpit-Tisch versüßen einem die Stunden im Hafen oder vor Anker. Das Teak-Deck auf dem Laufdeck, im Cockpit und auf der Badeplattform ist nur geklebt und nicht geschraubt und daher sehr pflegeleicht. Der geräumige Ankerkasten beherbergt aktuell eine Bleileine, könnte aber problemlos viele Meter Kette aufnehmen. Unter dem Steuersitz befinden sich zwei Campinggasflaschen. Die Gasprüfung ist frisch gemacht. Nun zeigen wir Ihnen die Bavaria 33 Exclusive von innen. Wie Sie sehen können, ist der Innenausbau sehr hochwertig und hat, wie gesagt, nichts mit den Bavarias von heute zu tun. Hier wurde nicht gespart. Überall genug Haltegriffe, die Türen sind massiv und es klappert nichts. Die Pantry ist für ein 10 Meter Boot sehr geräumig. Neben der Doppelspüle gibt es einen ordentlichen Toploader, pflegeleicht aus Edelstahl. Daneben der kardanische Ofen. Achtern von der Pantry erreicht man die Kabine mit 1,60 Meter breitem Doppelbett. Dank zwei Fenstern zum Öffnen ist der Raum gut belüftet. Auch ein schöner Kleiderschrank ist vorhanden. Gegenüber von der Pantry ist der Kartentisch. Hier ist noch viel Platz für Plotter und Co. Hinter dem Schaltpanel ist es schön aufgeräumt. So gefällt uns das. Hinterm Kartentisch geht es in die Nasszelle. Sie ist hell in Weiß gehalten. Und nun fehlt noch das Vorschiff, in dem sich zwei weitere Kojen und zwei Kleiderschränke befinden. Auch hier wieder ausreichend Luken und Fenster zum Öffnen. Wenn Sie ein schönes, gut gepflegtes Boot suchen, mit dem Sie direkt durchstarten können, dann könnte diese Bavaria etwas für Sie sein. Schauen Sie sich das gesamte Exposé an unter www.bootsmaklerei.de.